Meine Damen und Herren, hallo und herzlich willkommen hier zu einer weiteren Folge auf der Stappenbach im LS19 am Sonntagmorgen. Einen wunderschönen. Ja, ich bin hier gerade am Wegfahren der Gäste, die wo zur guten Lagerhalle da oben hin muss. Da sind wir jetzt auch schon auf dem Weg, diese Beschleunigung aufbauen, hier hochschießen den Berg. Oh, wir sind hochgekommen. Hier kommt hier kein Verkehr, das heißt, wir können ohne Bedenken rausfahren und stopp. Da sind wir schon. Wir fahren uns stückend vor und zack, koppeln wir ab. Da sind 17.000 Liter drin. Ich hoffe, das wird ausreichen, um die Mission abzuschließen. So. Fahren wir konzentriert rückwärts. Die Musik lasse ich jetzt momentan noch absichtlich aus, damit ich mich voll und ganz aufs Rückwärtsschieben konzentrieren kann. Dort dürfte man eigentlich perfekt hinkommen. Ich weiß jetzt gar nicht mehr, auf welcher Seite die Abtriebsseite ist, aber ich glaube, wir sind auf der richtigen Seite, oder? Ja, perfekt. Ein bisschen fahren wir noch zurück. Nee, das sieht nicht schön aus. Das können wir so nicht lassen. So, jetzt dann aber. Da wird da sogar easy noch ein zweiter hinpassen. Jetzt müssen wir mal gucken. Ach nee. Muss ich ernsthaft? Die Leute wollen mich doch verarschen, Alter. Wegen 2% muss ich jetzt den anderen. Ach nee. Oh nee, du. Ist, oh. Gut. So, machen wir natürlich gerne, kein Problem. Ich schieb den gerne wegen den 2% nochmal zurück. Aber ist denn anderen noch so viel drin? So, jetzt machen wir mal ein Radio an. Ja, 5000 Liter. Also kriegen wir aber nicht viel. Also der Besitzer von dem Feld hat uns aber nicht viel übrig gelassen. Okay, es war auch kein großes Feld, ne? Aber er zahlt uns 2000. Ich glaube, das macht sich da auch wieder gut. Zu schnell werden. Traktor und Anhänger müssen eigentlich oder sollten eine gerade Linie bilden, damit wir das am Einhaschen. So, hier haben wir anscheinend noch die falsche Abkippseite ausgewählt. Ah, jetzt hat. Ah, egal. Haben wir 1000 Euro. Kann man noch machen. So, ich werde jetzt gucken, dass ich hier so knapp wie möglich ranfahre. Hier ist die Kollision aber wie in echt. Also hier können wir schön eng ranfahren. Ohne dass wir den Anhänger gleich mitnehmen. So, also an den Mods muss man sagen, wurde gut gearbeitet von der Kollision her. So. So, das werden wir jetzt ganz einfach machen, und zwar. Das ist mir ein bisschen zu weit schon hinten. So, jetzt halt. Aber das macht mir tatsächlich echt aus, wenn die Deichsel so schön steht, fahre ich jetzt nicht extra anders hin, sondern ziehe das Ganze einfach so, zack. Können wir nämlich da ansteigen und wir können den ankuppeln. Würde ich ihn echt auch so machen. Nein, Hund. Oh, Alter. Ich weiß gar nicht. Hat der Hund, nee. Was sagt man denn dazu? Nee, ja, nicht ein Gehirn hat er, aber nee, ich meine. Dass er jetzt im Spiel erkennt, oh, da steht was, oder da steht was, da hat was Kollision, da laufe ich weg, weil ich bin da gerade mit den Anhängers dran gefahren und da ist er weggelaufen oder weggegangen. Weiß ich jetzt gar nicht. So, wir gucken mal, kann ich schon wieder füttern? Nee, kann ich nicht. Gut. Sorry, heute musste leider aufs Futter verzichten. Natürlich nicht meine Absicht. So. Genau, das müssen wir noch. Ich räume den jetzt kurz auf und dann werden wir abkassieren. So. Das Dreieck von dem natürlich auch wieder glänzen. Ein bisschen
Jetzt sieht das Ganze gut aus. Die Reißanhänger schauen einfach relativ gut aus. Das geht klar. Aber wir hängen, okay. Jo, das passt. So. Perfekt, dann packe ich die hinten runter. Da stören sie nicht. Und das ist auch eigentlich schon der vorgesehene Parkplatz für die beiden. So. Zack. Die Steuer räumen wir natürlich auch wieder auf. Da kommt wieder in die Halle rein. Nachdem wir schon. Oh, das war knapp. Nachdem er schon frisch gewaschen wurde, ist da noch irgend so ein Vogel drauf scheißt. Auf den guten Lack. Das wäre natürlich nicht gut. Oh. So. Passt. Genau. Geld einnehmen. Abschließen, 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 abschließen. Und es hat gebracht. Wir hatten vorher, glaube ich, 68.000. Ja, doch. Und jetzt haben wir 77, das heißt, es hat gebracht 9000. Boah, ja, das geht doch eigentlich. Doch, doch, das geht. Genau, gut. Wir haben wieder 77.000, das ist nicht schlecht. So, warte mal. Da ist der Premium. Dann müssen wir uns noch weiter pressen. Ich habe gerade kurz überlegen müssen, was ich denn noch zu tun habe jetzt. Aber. Das muss natürlich auch vorangehen. Aber jetzt müssen wir uns hier nochmal den Berg hochquälen. Yes, so. Aber bis wir da oben sind, kann ich dabei locker was trinken. Naja, Leute, Abwechslung ist wichtig. Man kann nicht jeden Tag nur Red Bull saufen. Das geht nicht. Ist die ist oben, okay. Gut. Das heißt, ich fange ganz unten an. War da mal hinter. Ups. Wollte eigentlich runter lassen. Gut, ging glaube ich noch. Oh, ich dachte gerade schon, weil er so schnell beschleunigt hat, dass wir die Pickup wieder nicht unten runter gemacht haben. Ist uns noch kein Mal passiert, nein, nein. Da kenne ich keine Story oder so, nee. Ja. Aber gut, 20 km/h können wir beim Pressen fahren. Ist es realistisch? 20 km/h beim Pressen? Ich glaube. Ja, okay. Wenn der Traktor stark genug ist und wenn es jetzt nicht bergauf geht, dann schon. Wieso? Ist der Ballen heller? Jetzt hier mal kurz. Ah, vielleicht hier lag ja ein bisschen Gras. Das ist irgendwie mehr Gras als wie Luzerne aufgenommen hat und dann irgendwie ein Grasball entstanden ist. Keine Ahnung. Aber gut. Die Frage der Fragen, wieso liegt da ein Grasballen? So. Passt. Ah, die Ecken. Bleibt auch teilweise ein bisschen was stehen, aber die blühen ja schön, das heißt. Hier ist auch ein Grasball, oder? Das ist doch auch ein Grasball, das kann man doch keinem erzählen. Oder? Luzerne? Aber die können. Ich muss eigentlich nur drauf gucken. Steht das dran? Gras. Das ist Gras, guck. Und das ist Luzerne. Was ist ein Fisch? Das ist der. Wieso jetzt da zwei Grasballen liegen, weiß ich jetzt auch nicht. Gut, lassen wir so stehen. Aber wahrscheinlich wegen dem, weil dann einfach was vom Randstreifen, wo Gras wächst, mitgemäht wurde. Und das dann irgendwie mehr war als wie Luzerne, was da lag. Und die Presse nimmt natürlich, wenn ihr zum Beispiel. Ich weiß jetzt nicht, bei wie viel Prozent das dann so bleibt, aber ich glaube bei 20, 30, 40, 50, 40 Prozent glaube ich so, wenn noch Gras oder Heu oder Stroh drin ist und man fährt dann über Gras zum Beispiel drüber, dann
wird es zum Beispiel jetzt mal Grasballen. Oder habe ich gerade. Ne, warte mal. Nochmal neu. Wenn jetzt zum Beispiel Stroh drin ist, sagen wir mal 40%, und man fährt dann zum Beispiel über Gras, dann wird es kein Grasballen, was da entsteht, sondern Stroh. Strohballen. 17 erwartet ja noch anders, da ist, wenn man dann in was eine neue Fruchtart reingefahren ist, ist er dann auf diese Fruchtart umgesprungen. Und im 19 ist es nur in echt, würde tatsächlich mischen. Doch, es würde eigentlich auch so sein, das war am meisten vorher noch, wobei eigentlich der Presse nie was liegen bleibt, weil das erstens für die Presse nicht so ganz gut und ich weiß gar nicht, kann es brennen anfangen? Ich glaube, bei Heu oder so könnte es brennen anfangen. Und jetzt so ein Gras oder so ist jetzt, glaube ich, auch nicht so optimal. Also, wenn es in der Presse da drin bleibt. Aber ja, wenn man jetzt einfach mal sagen würde, da würden jetzt zwei verschiedene Arten von Bahnen oder von Schwaden dran liegen: einmal Stroh, einmal Gras. Man nimmt die Hälfte rein, Stroh und die Hälfte Gras, dann wird halt so ein Halb-Halb-Ballen entstehen. So einer zwischen Gras und zwischen Stroh. Und das soll halt dann hier in der Test auch so ähnlich entstehen. Ich weiß gar nicht, ob es technisch umsetzbar ist, dass man dann so ein Halb-Halb-Ballen macht. Aber ich glaube, es ist so relativ auch relativ zufrieden, wie es ist. Also wir haben jetzt 11 Minuten. Schaffen wir da alles zu pressen? Ich glaub's nicht. Ja, wobei, wir kommen eigentlich schon gut voran, muss man sagen, ne? Ich setze uns einfach mal das Ziel, wir schaffen es pressen. Bin mal gespannt, ihr könnt auch mal gerne unten die Kommentare mitwenden, ob ihr auch meint, dass wir es schaffen, oder ob ihr es eher meint, nee, schafft auf gar keinen Fall. Da wird in der Montagsfolge auch noch weiter gepresst. Sehen wir dann. Nur mal gucken, wenn ich ein bisschen eine freie Zeit habe, ob ich das Ballenwickeln dann offline mache, weil es ist, glaube ich, schon nicht direkt langweilig. Okay, es ist eigentlich schon. Wenn man natürlich nicht das passende Thema hat, über das man redet, ist natürlich zum Zugucken doch schon ein bisschen langweilig. Im Pressen ist jetzt auch nicht gerade das atemberaubendste. So. Aber es ist, glaube ich, doch noch ein bisschen spannender. Es geht auf jeden Fall schneller voran, als die Ball wickeln. Also wir können doch die ganze Zeit mit 20 km/h hier der Bahn entlang düsen. Wenn wir Ballen wickeln, wir machen halt oft wieder Stehzeiten, wo wir warten müssen, bis der Ballen gewickelt ist. So Vögel. Aber aus dem Weg. Da kommt ein dicker Hirsch. So. Passt. Da haben wir tatsächlich noch so eine halbe Bahn liegen, die wir beim letzten Mal nicht mitgenommen haben. Das heißt, beim letzten Mal nicht mitgenommen haben. Die ist halt beim Schwaden übrig geblieben. Was halt der Schwaden nicht ganz aufgesammelt hat. Aber dieser ja, hat auch ungefähr die Breite wie von so einer Schwarte. Das heißt, hier vorne am Ende drehen wir einmal kurz um. Zack. Oder vom Bauer oder noch ein Ball. Wo war das Teil jetzt? Irgendwo hier vorne, ne? Wie schon vorbei? Ne, hier vorne geht's an. Zack. Ja, genau, da kann man schön gerade drüber fahren. Das wird aufgesammelt, das passt. So, dann sind wir also hier mit dem Pressen fertig, so wie es aussieht. Dann haben wir mal den Ball da hinten raus. Eins. Oh Gott. Zwei. Vielleicht haben wir kurz den anderen Ball gecrashed. Möglich. So. Ja, eigentlich. Mein Plan war doch gar nicht so schlau, weil ich mache jetzt einfach hier ein bisschen was. Hier ist jetzt auch noch die Zähne drin, sogar noch ein bisschen mehr als vorher. Das heißt, der erste Ballen wird auch kein Grasballen, sondern wird seine Ballen.
Aber gut, drüben liegen auch ein paar Grasballen rum. Das heißt, es gleicht sich dann wieder aus. Hier dann wird es schon ein bisschen mehr zum Kämpfen, der Premier, der Johnny hier. Weil hier geht es schon ein bisschen steil hoch. Das sieht auch schön aus, das Bild hier. Wir sind ja auch richtig in so einer, sieht man ja sowieso in einem Tal drin, ringsrum ist so, wie so die Berge hoch. Schön, schön. Na, es war ja im 17. auch schon so, wenn man da drüber geguckt hat, dann haben wir so richtig schön, den Berg hoch gesehen. Das, wo man bei der Stadtbauer wirklich richtig angesprochen hat. Und ich freue mich tatsächlich wirklich, dass einfach, der Stil vom, 17 auch noch beibehalten wurde. Die Hofbergmann ist ja komplett anders da jetzt. Oder was, ja, zum Beispiel jetzt irgendwie, sagen wir mal als Beispiel, die Hofbergmann hat sich vom 17. zum 19. hier einmal komplett geändert. Da hat er den liebe Farmer Andy als Grundkarte, die Felsgrund genommen. Und das kennt, also die, das kennt man schon deutlich raus. Da ist die Straßenführung ungefähr nicht dieselbe, aber sie ähnelt sich sehr. Also, aber von der ganzen Optik ist sie natürlich schon viel, viel anders da. So. Wir sind in der Zeit. Oh, wir sind bei 17 Minuten. Das heißt, meine Zeit, die ich gedacht hatte, von 17 Minuten, glaube ich gar nicht, man merkt, es ist spät. Von 25 Minuten, glaube ich, mit allen Feldern pressen, kann man nicht einhalten. Naja, jede Sekunde tickt hier. Ah, da drüben steht unser wunderschöner kleiner Fit Farmer mit dem farmlich Anhänger vom Saatgut. So, vom Seedmaster. So. Einmal unten. Okay. Passt. Dann muss er sich hier wieder hochkämpfen. Aber der ganze Traktor sieht eigentlich so noch relativ sauber aus, bis auf die Zapfwelle. Okay, dieses Gelb. Okay, die Felgen sind auch leicht dreckig. Leicht schmutzig, minimal. Ist eigentlich nur Staub. Kämpft die voran, Kollege, du schaffst es. So, da haben wir das Schlimmste schon geschafft. Und hier vorne noch ein bisschen was Dickeres rumliegen, was wir nicht ganz geschwartet haben. Aber, oh, haben wir sogar, glaube ich, auch alles aufgesammelt, oder? Da haben wir. Das ist angeht, wenn wir jetzt Pickup Breite oder Aufnahmebreite gefällt mir. Ah, da vorne liegt noch ein bisschen Wasser. Okay. Nehmen wir dann mit. So. Mal hoch. Boah, knapp. Oh. War noch ein bisschen zu spät beim Hochkommen. So. Jetzt kommen wir perfekt hin. Zack. Ja, jetzt hat man es. Das passt wunderbar. So, aber wir kommen tatsächlich noch auf die anderen Wiesen rüber. Wir sind jetzt bei knapp 22 Minuten. Wahrscheinlich nicht ganz. 19:30 oder so. Ich kann es eigentlich ablesen, auf dem Timer steht jetzt genau, ich kann nur ein paar Sekunden warten und steht nämlich genau jetzt 20 Minuten. Aber das stimmt natürlich nicht ganz überein, weil ich hier die Aufnahme schon ein paar Sekunden früher starte. Und den Anfang halt dann einfach weg hatte und erst ab da, wo die Aufnahme starten soll, dann starte.
finden. Naja, ich weiß, dass mir das Land nicht gehört, aber ich kann. Oh, ich hab's aufsammeln können. Also. Oh ja, hier schauen die Bahn. Also, man merkt richtig, wenn die Felder gedüngt sind, dann sind die Bahn, die schwarzen Rückstückchen saftig. Das merkt man wirklich. So. Warte mal. Den einen Ball hauen wir ganz kurz raus. Oder die hauen wir kurz raus, weil die würden schon da hinten in der Ecke liegen. Und das wäre, glaube ich, nicht ganz so angenehm. Oh, nicht so weit runterfahren. Weil es hier nicht noch geht, hier ist noch nicht so steil. Aber wir haben da schon mal eine schlechte Erfahrung mit dem Schwader da vorne in der Ecke gemacht. Wer sich noch dran erinnert. Das war, glaube ich, erst in der vorletzten Folge. Ich glaube, in der vorletzten Folge war es. Oh. Hä? Ich habe eigentlich V gedrückt. Hä? Gut. Hat anscheinend irgendwie nicht angenommen. Aber gut. Fahren wir halt nochmal kurz zurück. Kein Problem. So, jetzt halt aber. Ah. Jetzt verschwindet auch die Bahn in der Presse. Hm. So sehe ich das doch viel lieber. So. Aber schön sauer, wie das Feld abgemäht haben. Keine einzige Pflanze steht in der Mitte irgendwo noch rum. Alles richtig schön glatt abrasiert. Ups. So. Passt. Zack, nehmen wir das hier vorne auch nochmal schön mit hier. Passt, dann machen wir die Pickup hoch. Wobei, kann er da hinten drin bleiben. Wobei, nee, wir hauen ihn wieder raus. Da sehen wir nämlich genau, wie viel Ballen auf einer Wiese liegen geblieben sind. Oder runtergekommen sind, sagen wir so. Wir mal wieder ein bisschen Innenansicht hier. Voilà. Naja, hier in die Ebene fällt jetzt natürlich dann schon schneller voran. Weil hier können wir dauerhaft ohne Einschränkungen mit 20 km/h entlang düsen. Am Berg ist es natürlich ein bisschen anders, da muss ich dann schon ein bisschen mehr anstrengen. So. Von der Stundenzahl her muss man sagen, sind eigentlich meine Maschinen alle ungefähr in dem Gleichgewicht. Bei der Premium hier hat jetzt 5,5, der 6M hat auch 5 irgendwas, glaube ich, oder so. Der Drescher hat 6, der Steyr hat, glaube ich, auch 5 oder 4, irgendwie sowas. Und der Fender hat, glaube ich, auch 5 oder 6. Also der große. Der kleine Farmer, den haben wir ja schon nur gekauft, ich glaube, der hat jetzt 1 oder 2. Aber ja, ich bin natürlich nicht alle selber gefahren, die Stunden, sondern ich glaube, da gehen auch die Stunden, weil zum Beispiel der CP-Fahrer gefahren ist oder so, gehen ja da, glaube ich, auch mit drauf, soweit ich weiß. Beim Helfer bin ich mir jetzt gar nicht sicher, wenn man jetzt den Helfer ansetzt, ob der dann auch Stunden auf den Traktor drauf fährt, aber ich glaube schon. Doch, normalerweise schon. Wenn ich mich jetzt ertäusche, dann tut es mir leid. Aber ich weiß natürlich auch nicht alles, aber ich bin der Meinung, dass es so ist. So. Ja, ich konnte meinen Zeitplan leider nicht ganz einhalten, weil wir sind schon bei 25 Minuten und ich darf mich fürs Zuschauen aber trotzdem bedanken. Und wir sind für heute auch schon wieder fertig, liebe Leute. Wie immer, wenn es euch gefallen hat, gerne Daumen nach oben da lassen. Wäre natürlich sehr nett. Und ansonsten sehen wir uns am Montag zu einer weiteren Folge hier auf der Stammbach. Und dann wünsche ich euch allen noch einen wunderschönen restlichen Sonntag. Genießt ihn. Und morgen geht's wieder los in die Arbeit. Eins will ich noch mal kurz sagen, mir ist gerade aufgefallen, dass die Pedale vom Johnny hier so Löcher drin haben. Die sind halt, dass man nicht abrutscht.
Aber das ist mir gerade aufgefallen, dass der halt so Löcher zum Durchgucken hat, nicht nur einmal so Pinübel oder so Rauch, sondern einfach wirklich Löcher. Ja moin, kann man auch machen. Aber gut, dann wir waren eigentlich beim Abschied und dann wünsche ich allen noch einen schönen restlichen Tag und bis morgen, macht es gut, haut rein und ciao ciao. No stopping us. Fly without boarding pass. Couldn't catch me, I'd be moving fast. Call me a shooting star. Let them know you.